Also ja. Wir sind hier bei Wunder Voices und wir sind zu Gast bei Christian Schuld. Ja. Wer bist du, was machst du? Man kennt mich, Dokumentation, Tierdokumentation, viele. Wir müssen uns mal kurz vorstellen. Also wir sind hier bei Wunder Voices und wir sind zu Gast bei Christian Schuld. Ja. Christian, stell dich mal vor. Wer bist du, was machst du? Ich bin Sprecher, komme ja vom Theater, habe jahrelang Theater gemacht, aber jetzt seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Und mache alle Sprachaufnahmen, die zu machen sind, also die an mich herangetragen werden. Ja. Woher kennt man dich als Sprecher? Woher kennt man mich? Man kennt mich... Dokumentation, Tierdokumentation, viele für ZDF, für Bayerischen Rundfunk und was gibt's noch? Also synchron auch, aber weniger dann halt die, das ist halt mein Glück. Wie gesagt, ich habe Theater gemacht, komme vom Theater, das ist also auch eine, glaube ich dran, das ist eine große Qualität, aufgrund dieser Erfahrung mit Texten umzugehen, ja. Texte zu vermitteln. Und habe jahrelang Theater gemacht und bin erst in Österreich engagiert. Und wir sind dann, weil die Kinder zur Schule sollten, und das sollte hier in Deutschland wieder sein, sind wir nach München gezogen. Und da habe ich dann eigentlich erst angefangen zu synchronisieren bzw. Sprachaufnahmen zu machen, was jetzt mein Hauptjob ist sozusagen. Ja. Das heißt, du bist übers Theater zum Sprechen gekommen? Ja. Und also, ja gut, man muss dazu sagen, letztendlich durch meinen Vater natürlich auch. Mein Vater auch Schauspieler. Dein Vater Rolf Schuld? Rolf Schuld, ja. Der das gar nicht lustig fand, als ich dann mit 18, 19 sagte, ich will auch Schauspieler werden, fand er nicht sehr lustig und hat mich auch nie unterstützt. Hab dann also, ja, in Innsbruck habe ich sozusagen den Ritterschlag gekriegt von ihm. Da habe ich eine Inszenierung gemacht, Peter Pan, und er war zu der Zeit in Bochum engagiert und hat dann gesagt, Mensch, was ihr da gemacht habt, das würden wir in Bochum nicht auf die Beine bringen, und das war für mich Ritterschlag. Ja. Das war toll. Ja, Wahnsinn. Und unsere Stimmen sind sehr ähnlich. Also extrem, ich habe das, also, hab das Glück, das sind die Gene, das, da kann man nichts für, das ist so, dass, da gibt es Geschichten, dass ich war dann immer, also einmal, wie ich überhaupt dann zum Sprechen gekommen bin, ist eine ganz lustige Geschichte. Und aber es gibt Tonmeister, die uns nicht unterscheiden konnten. Wenn ich einen guten Tag hatte, wussten die nicht, viel wird mit ISDN oder wurde gemacht und wird gemacht. Und die wussten dann nicht, ist es jetzt der Vater oder ist es, bin ich's? Also das, und es gibt sogar Aufnahmen, wo ich dann manchmal was im Fernsehen höre. Und denk auch, wie, das hat der Vater auch gemacht. Und dann, ach nee, das warst ja du, also das war ich. Also das ist sehr witzig. Ja, und dazu gekommen bin ich, wir sind aus Österreich, wo ich in Salzburg engagiert war, Oberspielleiter am Kellertheater. Und das ging dann aber auch zu Ende. Nicht sehr nett, aber gut. Und dann haben wir gesagt, wir gehen zurück nach Deutschland, und es lief gar nichts, weil alle Kollegen, Intendanten, die ich von früher kannte, die waren verstorben oder hatten keinen, also ich kannte ja keinen mehr. Und dann habe ich Studios angeschrieben und für Castings und. Man war also sehr rührig, hat sich aber sehr wenig getan. Und dann wollten wir eigentlich übers Wochenende für ein paar Tage wegfahren, meine Frau und ich. Und dann kam Giesing-Team, damals noch in Giesing, und sagten, ob ich denn mal zum Casting kommen könnte. Und ich wollte gar nicht mehr. Ich sagte, jetzt habe ich keine Lust. Wir haben jetzt abgemacht, dass wir wegfahren. Und jetzt fahren wir weg. Und dann hat meine Frau gesagt, nein, wir bleiben jetzt hier und du gehst dahin. Wir gehen da beide hin und dann machst du dann das Casting. Und dann waren wir da und dann ging das, also die Sprecherkabine war da über den Hof. Meine Frau saß beim Tonmeister und dann war ich also drüben in dieser Sprecherkabine und habe da irgendwas runtergelesen und erzählt, und dann hörte ich plötzlich meine Frau von hinten, du Christian, ich glaube, du musst mal hier rüberkommen, die kommen hier nicht mehr ganz zurecht, die wissen nicht, was los ist.
und waren dann sehr irritiert. Und dann musste ich also das aufklären, weil sie dachten, es wird sie jemand auf die Schippe nehmen, mit der Stimme von meinem Vater, dass der also selbst da wäre. Und dann habe ich das also aufgeklärt, dass ich der Sohn von Rolf Schuld bin. Und naja, das fanden die toll. Und das war quasi das Tor für mich, also in die Synchron- und Sprecher. Das heißt, das hat dir das geöffnet. Gab es auch Momente, wo das vielleicht eher eine Bürde war, der Sohn von Rolf Schuld zu sein? Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account Manager bist, Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Gehe auf alexjacobi.ai/jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.